Also eins habe ich heute gelernt. Ich sag mal Elektroauto, das ist okay, keine Frage. Wenn man irgendwo wohnt, zur Arbeit fährt, hin und zurück, zum Einkaufen links, rechts, vielleicht mal 100 Kilometer in die Stadt und wieder zurück. Aber auch da schon Vorsicht, denke ich, ist das soweit alles okay. Aber auf lange Strecke, so wie wir jetzt, Richtung Italien, also tut mir leid, ganz klar, da geht nur Tesla, weil das Netzwerk dabei ist. Und ansonsten, sage ich ganz ehrlich, hätte ich wieder einen Verbrenner, weil das funktioniert nicht. Weil es kommen ja Dinge, jetzt sieht man ja jetzt bei uns, kommen Sachen eben dazu, unvorhergehende Sachen, die man nicht geplant, eingeplant hat. Mit Staus, beziehungsweise eben auch, und dann nicht im Stau stehen, sondern Stau umfahren, weil wenn der Wagen steht, ein Elektroauto steht, ist ja nicht so schlimm, ja, aber Stau umfahren und weit umfahren vielleicht und dann ist erstmal der Weg nicht richtig, dann wieder zurück und dann wieder nach vorne und wieder drauf und links und dann bist du neben der Autobahn, oh, du musst aber auf die Auto, also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es ja heute hier definitiv gesehen und vor allen Dingen, was heute dazu kommt. Extrem schwierige Bedingungen, wahnsinnig viel Regen, Regen ohne Ende, ja, das hast du ja ein Elektroauto. Gegenwind, wie die Sau, ja, kalt, wie die Sau, also schlechtesten Bedingungen, die man sich nur vorstellen kann. Und was passiert? Da kommt übrigens jetzt im Hintergrund auch ein Tesla Model 3, der fährt gerade weg, der war bei uns an der Ladestation. Schlechteste Bedingungen, ja, also habe ich ja gerade gesagt. Aber was passiert? Tesla meistert das. Wir haben 17, wir gucken mal nachher, was wir für einen Verbrauch haben. Ich glaube, im Moment haben wir, glaube ich, einen 17er Verbrauch. Ja, 17 Kilowatt auf 100 Kilometer. Oder 17,5. Lass es 18 sein. Ich müsste jetzt nochmal gucken, aber mehr ist es nicht. Was heißt das? Stell dir mal vor, das machst du mit einem ID3 oder wie die jetzt alle heißen, Polestar. Da bist du jenseits von 20, aber hundertprozentig. Die Karre, immer da fließen die Kilometer, die zerrinnen wie die Butter in der Sonne. Also, tut mir leid, also ich würde dann wieder Verbrenner fahren. Also das Auto oder das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Weil das Netz, das war jetzt die Rettung, ja. Guck mal, wo ich hier rumhänge, ja, in Buxtehude. Und dann stehen die Supercharger hinten um die Ecke. Und dann bist du gerettet, ne. Da ist noch einer dazugekommen, sehe ich gerade. Und da stehen wir ja. Ich gehe wieder zurück, wir können jetzt gleich weiterfahren. Ins hoffentlich sonnige Italien. Ich melde mich heute nochmal.